über meine Geburtstagsgeschenke für euch, weil ich ja letzte Woche Geburtstag hatte und ich mir dachte, es wäre ganz cool, euch zu zeigen, was ich bekommen habe, damit ihr vielleicht ja, wisst, was ihr euch zum Beispiel zum Geburtstag, zu Weihnachten oder sonst wo zu wünschen könnt, damit ihr ein paar Ideen und Inspirationen bekommt. Und ja, ich würde sagen, wir starten erstmal direkt. Ich wollte nur schon mal am Anfang sagen, dass ich mich über alles wirklich doll gefreut habe. Und deswegen nicht wundern, wenn ich das jetzt nicht bei jedem Produkt oder Ding sage, weil das wäre ein bisschen nervig, glaube ich. Und ich würde sagen, jetzt geht's wirklich los. Von meinen Eltern habe ich zuerst einen, ja, Jogginganzug bekommen sozusagen. Also Jogginghose und eine passende Jacke dazu. Also das hier ist die Jacke, die ich euch jetzt gerade zeige. Die ist von Adidas und so, ja, in so einem richtig schönen Lila. Und die habe ich mir vorher selber ausgesucht und deswegen war das keine so große Überraschung, dass ich die bekommen habe. Die Jogginghose trage ich übrigens gerade, also nicht wundern, dass ich euch die gerade nicht gezeigt habe. Und was ich noch von meinen Eltern bekommen habe, seht ihr gerade jetzt in diesem Bild. Und zwar ist es da hinten diese Bettwäsche von Ikea, also diese weiß-rosa karierte. Da vorne ist übrigens noch das passende Kissen dazu. Das nächste, was ich gekriegt habe, ist eine Yankee Candle. Ich habe schon eine Yankee Candle und zwar die Vanilla Lime. Das ist so eine hellgrüne und jetzt habe ich die hier bekommen. Die nennt sich Fresh Cut Roses und ja, die riecht, wie der Name schon sagt, nach Rosen und das ist wirklich ein richtig realistischer Geruch, also nicht so künstlich, zuckerig, eklig, sondern richtig, richtig schön nach Rosen, als würde man gerade in so einem Rosengarten stehen und die gefällt mir wirklich sehr gut. Die habe ich mir auch gewünscht. Yay. Weiter geht's mit diesem Tangle-Teaser hier, den habe ich von einer Freundin bekommen. Das ist dieser Kompakt-Tangle-Teaser mit diesem Deckelaufsatzding, damit diese Borsten hier nicht kaputt gehen. Der ist nämlich extra für unterwegs. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich ja schon einen Tangle Teaser. Aber als ich den immer mitgenommen habe, sind die Borsten so immer noch außen gegangen und dadurch geht der ja kaputt und deswegen habe ich mir jetzt so einen gewünscht und ich finde die Farbe auch mega cool. Also das ist so ein Metallic Lila, weil ich glaube, den gibt es nur noch in Gold- und Leopardenfarben und da finde ich dieses hier doch noch wirklich am besten. Und ja, jetzt kann ich mir auch unterwegs immer sehr schön die Haare kämmen. Ich habe noch was mega, mega Cooles bekommen, was ich mir schon unglaublich lange kaufen wollte, aber immer irgendwie zu geizig war. Und zwar ist es diese Etagere hier und die ganzen Sachen, die ihr hier gerade seht, die waren nur so als Deko da drauf, was so richtig, richtig, richtig süß ist und deswegen habe ich das noch nicht abgetan, weil es so unglaublich schön aussieht. Und ja, das Hauptgeschenk ist aber eigentlich die Etagere hier, die ist von Ikea und die fand ich schon immer mega, mega schön. Die ist weiß und hat solche Details hier dran und das gefällt mir richtig, richtig gut. Und was mir auch richtig gut gefällt, sind die Raffaelos, die hier drauf sind, weil ich liebe Raffaelos. Und ja, ich habe außerdem bekommen, tada, die Naked 3 Palette. Wie ihr vielleicht wisst, habe ich schon die Naked 1. Und ich habe immer der Naked 3 hinterher geschwärmt, weil die erstens richtig, richtig cool aussieht und zweitens auch noch mega, mega schöne Farben hat. Ich bin übrigens gerade auch damit geschminkt, falls es euch irgendwie aufgefallen ist, was ich eher nicht glaube. Aber trotzdem, ich finde die mega cool und ich freue mich so, dass ich die bekommen habe. Leute, ich hätte damit echt nicht gerechnet. Ich habe auch noch Unmengen an Waschgel und Pflegezeugs von meinen Freunden bekommen. Und zwar einmal hier so ein Set von The Body Shop. Das finde ich richtig cool. Ich wollte schon immer was von The Body Shop haben. Aber die Sachen sind immer so unfassbar teuer. Und das hier ist jetzt so ein Erdbeerset. Also hier drin sind Body Butter, ein Body Polish, ein Shower Gel, eine Seife und so ein kleiner Schwamm. Außerdem habe ich aus der I Love Serie von Douglas, meine ich, Mango und Papaya Duschgel, Strawberry and Dream Body Lotion und Body Butter und dann noch ein Blackberry and Raspberry Refreshing Body Spritzer Ding bekommen. Also so ein Body Spray einfach. Und worüber ich mich am meisten gefreut habe, ist ein EOS Lip Balm. Also von den Sachen hier jetzt nicht komplett, weil
Und ja, der ist in der Richtung Blaubeere und ich liebe Blaubeere sowieso. Also ob es jetzt die Frucht ist, der Geruch oder komplett eben der Geschmack an Pflegesachen. Ich habe hier jetzt noch ein größeres Geschenk, was glaube ich gar nicht auf den Bildschirm passt, doch. Und zwar sind das neue Inliner, wie ihr sehen könnt. Da. Und die habe ich bekommen, weil ich einfach gar keine Inliner mehr hatte, schon seit Jahren. Ich habe immer die von meiner Mama benutzt und uns ist aufgefallen, dass wir ja dadurch gar nicht zusammen Inliner fahren können. Und das war ein bisschen blöd, deswegen habe ich mir einfach eigene gewünscht. Und jetzt habe ich die und jetzt können wir auch zusammen fahren. Ich habe außerdem noch ein Kissen bekommen mit einem persönlichen Aufdruck vorne drauf. Also ihr seht gerade die Rückseite, aber die Vorderseite zeige ich euch jetzt nicht. Robbie Bubble Berry. No Alcohol. Und das letzte, was ich bekommen habe, beziehungsweise die letzten beiden Sachen, sind einmal so ein süßes Armband hier von Gina Tricot und der passende Nagellack sozusagen. Also der ist auch von Gina Tricot und das ist, glaube ich, die Farbe 67 Luxuriös oder Luxuriös, ich kann das nicht aussprechen. Ihr wisst, was ich meine. Worüber ich mich am meisten gefreut habe, kann ich gar nicht so richtig sagen, weil ich irgendwie alle Sachen mega cool finde und ich mich nicht so auf eins beschränken will und auch nicht kann. Und sagt mir auf jeden Fall, was euch am besten gefallen hat, unten in den Kommentaren. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!